zurück, Sith! Ich sagte zurück und rührt mich nicht an. Ich weiß, was ihr getan habt. Wir hatten einen Agenten in diesem Außenposten und er hat alles berichtet. Ich sagte, ihr bekommt das Serum nicht, wenn ihr ihm nicht helft. Stattdessen habt ihr ihn umgebracht. Ihr wisst nicht, mit wem ihr es zu tun habt. Das war kaltblütiger Mord. Sicher hat es euch Spaß gemacht, ihn zu töten. Gebt es zu. Ich habe getan, was notwendig war. Was war nötig? Und wozu? Bitte. Sagt mir nur eines. Warum? Warum musstet ihr ihn töten? Wir haben Holoaufnahmen der Zelle. Die Steuerung war in Reichweite. Ihr hättet ihn befreien können. Und dann hättet ihr das Serum erhalten. Also warum? Er hätte mich ebenso behandelt. Nein, das hätte er nicht. Er war ein guter Junge. Und euch hatte ich sein Leben anvertraut. Euer Sohn war ein Anhänger der dunklen Seite. Er wusste, was das bedeutet. Und ein guter Junge war er ganz sicher nicht. Ihr elendes, blutrünstiges Monstrum. Ich spring euch um. Ich töte euch. Euer Serum bekommt ihr nie, weil ich euch töten werde. Oh oh, Major. Das tut mir leid um die Mädchen, aber dein Sohn war mit Sicherheit nicht gut. Bäm. Und der hat noch mehr was für mich. Na ja. Ach, sein Nachfolger. Beruhigt euch. Ich habe euer Serum hier. Nun, vielleicht verdient der Major, was er bekommen hat. Wer weiß das schon. Aber es gibt keinen Grund, etwas Voreiliges zu tun. Gebt mir einfach nur das Serum. Glaubt mir, ich verstehe euch. Ihr habt große Pläne und der Major war euch im Weg. Schön und gut. Also versteht das jetzt bitte nicht falsch, aber euer Plan ist kompletter Wahnsinn. Für Zweifel ist es jetzt zu spät. Ich muss nur wissen, ob es funktionieren wird. Na gut, dann nehmt das Serum, nehmt es. Ich habe mich genau an die Spezifikationen des Datenpads gehalten. Ihr seid bestimmt auf der richtigen Fährte. Das Serum sollte euch gegen das Zeug in der Kammer resistent machen. Aber es besteht die Möglichkeit, dass das Serum euch umbringen wird. Ich meine, es wurde für Kolikoiden entwickelt, nicht für Menschen. Ich bin ein Sith. Ich fühle mich gewarnt. In Ordnung, bitte. Hier ist es. Es sind nur ein paar Dosen und, wie ich schon sagte, solltet ihr sie sparsam einsetzen. Ihr müsst an der Hauptbasis der Republik vorbei, um zur Kammer zu gelangen. Aber im Ernst, womit auch immer die Republik aufwartet, die Kolikoiden sind schlimmer. Ich muss mich entschuldigen, aber ich muss los. Ja, viel Glück. So, und Level Up, sehr schön. Da können wir wieder draußen was lernen, auf jeden Fall, sehr gut. Welche dunklen Geheimnisse soll ich mit natürliche euch teilen? Natürliche Haltung und Ruck. Ruck war doch, glaube ich, unterbricht die Aktion des Ziels, genau. Sehr schön.
So, das tun wir mal. Ich weiß gar nicht genau jetzt wohin. Ups, warte mal. Das tun wir mal hier hin. Muss ich so mal richtig sortieren. Okay, warte mal. Begibt sich zur Kammer 305. Das ist unser nächster Weg. Schauen wir nach, wo ist Kammer 305? Ah, hier. Da müssen wir hin. Da müssen wir, glaube ich, mit dem Gleiter hin. Taxi hin, glaube ich. Ja. Das ist dann auch richtig. Da waren wir noch nicht gewesen, also müssen wir jetzt noch einmal hinfliegen. Da können wir nicht mit Schnellreise hin. Das geht nicht. So, das geht noch 2 Minuten. Und das geht noch 38 Minuten, okay. So, das sieht ja gut aus. Wir sind da. Ups. So. Erfolg die Bahn. Sag ich auch immer. So, erst einmal wieder ein bisschen heilen hier, verkaufen, Schrott und so weiter. So, das hatten wir schon gewechselt. Das haben wir noch nicht gewechselt. Ich hab beinahe. So, das kann ich mal verkaufen. Legen Sie wohl. So, und das können wir jetzt verkloppen. Bitte so. Verwenden Sie sämtliche Produkte nur nach Anleitung. So. Nehmen wir einfach mal den direkten Weg. Mehr oder weniger. Bei Silberling müssen wir aufpassen. Eieieiei. Weil, die holen uns so runter vom Swoop. Gut, wir müssen nicht ziemlich nah dran sein jetzt. Vom Gefühl her. Ist doch noch ein bisschen weiter, wa? Mal, wir fliegen mal da lang. Wie weit ist denn das noch? Ach, doch noch ganz ein Stück, hätte ich nicht gedacht jetzt. Warte mal hier lang. Der wäre mir beinahe runtergefallen. Mal schauen, wo müssen wir denn jetzt überhaupt hin? Ganz da hinten rein? Das kam mir alles viel näher vor, weiß ich auch nicht. Irgendwie kam mir das viel näher vor. Plopp. Okay, jetzt bin ich aber gleich drin. Ohne Zwischenfälle, ja, das ist ja mal was Feines. So, warte mal, wir müssen... Wo kommt der denn jetzt auch mal her? Den habe ich nicht gesehen. Hallo, den wollen wir angreifen. So. Ich wollte gerade gucken, wo wir überhaupt hin müssen.
So, warte mal, wir müssen hier ganz durch und da oben... Ah, da weiß ich, wo wir hin müssen. Alles klar. Okay, okay, da ist gerade einer vor uns. Der macht uns hier gerade den Weg frei. Wir machen den Weg frei. Haha, fällt mir gerade die Werbung ein. Das ist fein. Lass ihn mal ein bisschen vorlaufen. Ist für uns einfacher. Genau, mach die auch mal platt. Sehr schön, dankeschön. Und schon kommen wir hier schön durch. Ohne Zwischenfälle. Zack. So. Also für die Jungs hier kriegen wir sicher keinen Bonus, das glaube ich nicht. Das lassen wir aber mal. So, Fahrstuhl kommt auch. Das passt ja hier wunderbar. Ups, rauf hier. So. Ah, hat auch mal geschafft hier. So, wir müssen da lang. Ja, du darfst auch mal was tun. Sehr schön, dankeschön. Kurz abwarten, dann macht er es schon hier. So. Ja, aber da müssen wir es durch. Und die nehmen wir jetzt. So. Wir sind drin. Wir sind drin, wir sind drin. Ah, wir müssen... Ah, jetzt weiß ich, wo wir hin müssen. Jetzt weiß ich es, okay. Hier gibt es doch ein Datacron. Möchtet ihr wissen, wo das ist? Ja, leider könnt ihr mir jetzt nicht gerade so richtig wirklich antworten. Deswegen... Ach komm, Leute, ich zeige euch das mal eben. Ich glaube, ich zeige euch das jedes Mal, wenn ich hierher fliege. Zeige ich euch dieses Datacron. Aber... Ah, komm. Egal, wir fliegen nochmal hin. Da kommen wir mit Sicherheit auch ohne Probleme hin. Das könnt ihr euch dann ein Steinchen im Weg einsammeln. Das einfach nur hin, einsammeln und wieder weg. Ohne Jumpen dran oder irgend so ein Krams. Jupp. Zack, zack, zack. Seht ihr es schon leuchten? Man sollte es eigentlich schon sehen. Plop, da ist es hier. Aha. Auf der Map befinden wir uns genau an dieser Stelle. Zack. Da dürfen wir eigentlich nicht mehr einsammeln. Keinen Zugriff mehr. Ja. Wir sind ja Datagramm-Meister. Wir haben ja alle Dinger schon. Schade eigentlich. Ich habe die Dinger gerne gejagt. Gesucht, gejagt und gefunden. Am schlimmsten fand ich mal diese Jump-and-Run-Sachen. Oder wirklich da ich von Träger zu Träger springen musste, so ein Scheiß. Boah, das hat genervt. Runtergefallen und wieder von vorne. Das war immer ein Ding gewesen. Warte, 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 hier lang. Hier lang. Hüpf, 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 hüpf. So. Da waren welche. Haben uns aber nicht gesehen. Sehr schön. So, wir müssen jetzt irgendwie da hoch. Kommen wir hier lang. Zack, zack, geht ja alles wunderbar im Moment. Ohne Probleme sind wir wieder hier. Ohne dass hier irgendwas jemand hier gestört hat oder... Sehr schön, läuft ja echt wunderbar. Da sind ein paar Kumpels. Wieso? Machen die da? Macht ihr hier? Ah, okay. Benötigen Sie medizinische Hilfe? Ja, ein bisschen Schrott verkaufen. Sehr schön. Leben Sie wohl. Warte mal, ich hau mir das Ding jetzt mal rein hier. Zack. So. Komm, das lassen wir jetzt mal sein.
Da kommen wir wahrscheinlich so nicht durch. So. Erfahren die Bahn. Okay, ich weiß, wir müssen hier irgendwo rein. Wir kommen da jetzt so auch wieder nicht durch. Keine Chance. So. Sehr fein. Das muss, glaube ich, da hinten gewesen sein. Ich glaube, da müssen wir rein. Da müssen wir reinspringen. Kommen wir so. Naja, man kann es ja mal probieren, nicht? das klappt natürlich nicht. Na komm, den nehmen wir uns hier so weg, hier den Robby. Mal für den Kopf. Ärgern hier, zack. Okay. So, irgendwo müssen wir jetzt hier rein. Wir müssen auf jeden Fall erstmal das Gegenmittel nehmen, sonst kann man nicht da reinspringen, seht ihr ja selber. Zack, jetzt kommen wir rein. Wir sind drin. Uff, wir müssen jetzt mal ganz hier runter. Und nicht sterben auf jeden Fall. Wie ging das hier nochmal? Ne, da kommen wir nicht runter. Wie ging das jetzt hier noch? Jupp, so geht's auch. Weiter. Gut, da sind jetzt ein paar im Weg. Ich glaube, wenn wir die runterschubsen, sind sie platt. Ah, Jungs, ja, wie geht's euch denn so? Tschüss. Plapp. Oh, der hat's überlebt. Einen konnten wir runterschmeißen. Ah, warte mal, den nehmen wir uns von hier aus. Ja, den kriegen wir nicht mehr. Ah, schade. Ist weit weg. Haben wir schon zu lange gewartet. Bam. Wo ist der denn jetzt hin? Da ist er. Kommt, fall um. Irgendwie, wo ist Cam Wahl? Ich kriege hier gerade ganz schön welche ab hier. Heilen tut er mich im Moment gerade überhaupt nicht. Wir haben noch irgendwie, haben noch... Ich vermute, wollen wir die da unten. Damit die dann erledigt haben, sollte es eigentlich wieder, ja, frei sein. Jetzt lassen wir nochmal heilen. Gut. So, wir müssen jetzt hier durch. Mit dir. Danke. Weil es in Lilan ist. Sehr fein. So, weiter geht's. Zumindest sind wir schon mal drin in der Höhle. So, den Bonus haben wir schon mal. Sehr schön. So, suche das Artefakt. Das muss hier irgendwo in dieser Grube sein.
Also ich würde erstmal sagen, das ist... Da, okay. Komm mal her hier. Was für Goldi? Da. Wir haben erstmal einen Goldi im Arsch. Autsch. Nur die Kleinen weg, die jetzt herankommen. Ah, die Mutter ist wieder da. Autsch. Ja, toll. los, Cam, mach sie platt, mach sie wieder. Ich bin gerade so ein bisschen unpässlich. Wie lange denn? Hallo? Jetzt. In Teufel Applaus. Weg mit dir, garstiges Biest. So, erledigt. Hier, komm, die assimilieren wir mal ganz kurz hier. Cam, sammel die mal ein hier, die Königin. So. Sehr schön geschafft. Bestimmt unsere Meisterin. Sith, ich meine, mein Lord. Ich meine, ich bin's, Major Ilun. Ich höre aufmerksam zu. Ja, also als neuer Ressourcenoffizier hier auf Balmora wollte ich mich nur für das Verhalten des verstorbenen Major Bessiker entschuldigen. Sein Sohn war nicht in militärischer Mission unterwegs und der Major hatte kein Recht, eure wertvolle Zeit so in Anspruch zu nehmen. Ich habe ja auch was davon gehabt. Ich hoffte nur, ihr würdet euch erinnern, dass ich euch geholfen habe, zu finden, was ihr suchtet. Ich belohne alle Dienste, die man mir leistet. Ihr werdet hier auf Balmora immer willkommen sein. Ein Sith ist immer willkommen. In der Tat, ohne Zweifel. Es ist eine Freude, euch zu dienen. Ja, dann viel Glück mit dem, was ihr so tut. Ja, ich dachte eher, das wäre Sesh gewesen, aber sie war es nicht gewesen. Und wir müssen jetzt, glaube ich, warte mal, wir müssen jetzt hier raus, nicht? Oder? Benutzt das Holoterminal deines Schiffes. Wir sind also eigentlich hier fertig mit der Balmora. Und müssen hier nicht mehr rauslaufen. Okay. Dann. Zack, von hier aus. Zurück nach Sobrik. Das war's und tatsächlich hier schon mal Balmora, wa? Da ging ja schnell. So, ich würde aber ganz gerne noch hier den Schrott verkaufen. Ja komm, egal, machen wir es beim nächsten Stopp. Ach, wir müssen ja gar nicht hier hin. Benutzt das Holoterminal deines Schiffes. Wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Ich hatte es eben auch selber noch vorgelesen, also... Ja, macht der Gewohnheit, ne? Wenn man hier auf Balmora ist, möchte man erstmal dahin fliegen. Das ist ja falsch. Warte mal, hier ist eine Kantina. Zack. Plopp. Hä? Keine Kantina? Ja, so halt nicht. Macht der Gewohnheit, ist man so gewohnt. Da ist eigentlich eine Kantina an der Stelle.
warte mal, da müssen wir hin.